Bei der Eurozone, man muss das leider wiederholen, obwohl es schon oft gesagt wurde. Aber für die, die es noch nicht gehört haben, Währungsunion heißt, man einigt sich auf ein bestimmtes Inflationsziel. Man einigt sich nicht darauf, wie viele Urlaubstage in einem Land genommen werden oder wie hoch das Renteneintrittsalter ist. Das ist alles Blödsinn. Sondern man einigt sich auf ein Inflationsziel. Und woher kommt die Inflation? Die Inflation kommt von den Löhnen in den Ländern. Genauer von den Lohnstückkosten. Das sind Löhne minus Produktivität sozusagen. Also wenn in einem Land die Löhne um 5% steigen, die Produktivität steigt um 2%, steigen die Lohnstückkosten um 3% und in der Regel steigen dann auch die Preise um 3%. Das ist das, was man empirisch weiß. Der Zusammenhang ist extrem eng, kann ich gerne nachher noch zeigen, wenn die Kollegen es nicht glauben wollen. Da der Zusammenhang extrem eng ist, kann man sagen so, also wir haben uns auf eine Währungsunion geeinigt, nicht nur auf eine Währungsunion in Europa, sondern auf eine Währungsunion mit einer Inflationsrate von 2%, 1,9 ganz genau, hat die Europäische Zentralbank gesagt, soll es sein. Und dann kann man jetzt schauen, wer hat sich daran gehalten und wer nicht. Ne? Ganz einfach. So, das ist hier geschehen in Form eines Index. Man setzt 1999, als das Ganze begann, gleich 100. Und diese Kurve sagt dann, wenn 1999 alle Preise etwa gleich gewesen wären, die Lohnstückkosten, die Kosten etwa gleich gewesen wären, was man so halbwegs glauben kann, dann sind jetzt die Preise und Kosten eben sehr weit auseinandergelaufen. Das ist das, was Frau Merkel jetzt auch gemerkt hat, wenn sie über Wettbewerbsfähigkeit redet. Es gibt jetzt eine große Lücke in der Wettbewerbsfähigkeit. Warum? In den einen Ländern sind die Kosten stärker gestiegen, in den anderen weniger. Einige haben das Ziel nach oben verfehlt und einige haben das Ziel nach unten verfehlt. Ich habe extra eine Österreich-Kurve reingemalt, weil der Herr Schulmeister heute da ist, damit er nicht so tut, als hätten sie alles richtig gemacht. Die Österreicher sind drunter und die Deutschen sind drunter. Ne? Das ist ganz eindeutig. Die Deutschen sind am weitesten drunter. Die haben also unter ihren Verhältnissen gelebt, sozusagen. Und die anderen in Südeuropa haben über ihren Verhältnissen gelebt. Griechenland ist Teil dieser blauen Linie, aber ganz unwichtig, leider, muss ich dem Kollegen sagen. Er hat es aber schon ein paar Mal von mir gehört, dass Griechenland für mich nicht das Problem ist, um das es geht. Nein, es geht um das andere Problem, was hier sichtbar ist. Frankreich zum Beispiel ist ein wunderbares Land, hat sich genau an diese Vorgabe gehalten von 2%, komischerweise, und hat jetzt Probleme. Ja, wer liegt denn jetzt richtig und wer liegt denn falsch? Doch eine einfache Frage, die man mal stellen kann. Wer liegt denn jetzt richtig und wer liegt falsch? Nun, es ist ganz einfach. Frankreich liegt richtig. Steht nicht so im Koalitionsvertrag, der gestern rausgekommen ist. Da steht, wir haben natürlich alles richtig gemacht. Klar, wer sonst? Deutschland hat alles richtig gemacht und die anderen haben alles falsch gemacht. Ja, ist leider falsch. Ist fundamental falsch und wenn wir das nicht begreifen werden, wird es ganz schlimm werden, wie ich in meinen letzten 5 Minuten gleich erklären werde. So, und jetzt sieht man, dass unter dem Druck der Verhältnisse bis 2008 lief das alles massiv auseinander. Da war Südeuropa ganz oben. Da haben also die südeuropäischen Produkte, was haben die gekostet? Über 130 Euro sozusagen, wenn sie 1999 100 gekostet haben. Die deutschen Produkte haben 2008 noch 100 gekostet. 2009 ist da ein bisschen hochgegangen. Und diese Lücke kann kein Land der Welt ertragen. Länder, die miteinander Handel treiben, müssen ungefähr ausgeglichene Wettbewerbsfähigkeit haben. Da kann nicht ein Land dauernd drunter liegen, die anderen liegen dauernd drüber. Das kann nicht funktionieren. Warum? Weil die drüber liegen, dauernd gegenüber dem, der da drunter liegt, Marktanteile verlieren im internationalen Wettbewerb und irgendwann ihre Importe nicht mehr bezahlen können. Ja, sie können nichts mehr exportieren und sie importieren immer mehr, aber irgendwann können sie ihre Importe nicht mehr bezahlen. So einfach ist das. So, und wenn sie ihre Importe nicht mehr bezahlen können, dann sind sie pleite. Oder man dreht diese Verhältnisse um. Ne? Man kann diese Verhältnisse umdrehen und dann können die anderen wieder normal leben und wirtschaften. Und jetzt gibt es genau zwei Wege. Und damit sind wir schon am Ende der ganzen Geschichte. Jetzt gibt es genau zwei Wege, wie man diese Verhältnisse umdrehen kann, dass nämlich wieder es einen Ausgleich gibt in der Wettbewerbsfähigkeit zwischen diesen Ländern, die ja keine Währung mehr haben, ne? Diese ab und auf werden können. Früher war das waren die Italiener auch ein bisschen immer übers Ziel hinausgeschossen, haben ein bisschen zu viel Inflation gemacht. Und was haben sie dann getan? Nun, sie haben die Lira um 20% abgewertet und dann war es wieder gut. Ne? Da war es wieder gut. Das geht in der Währungsunion nicht mehr. In der Währungsunion geht das alles über Löhne. Und jetzt gibt es genau zwei Wege, wie man das ausgleichen kann. Der eine Weg ist, die einen gehen von oben nach unten. Ne? Man sieht das schon, die Südeuropäer sind schon brave Merkel-Schüler. Die haben sich schon massiv angepasst. Griechenland hat sich am meisten angepasst. Die haben schon ihre Löhne gesenkt.
So. Wir wissen nur, und das ist das Dumme dabei, dieser Prozess war ja nicht so sehr erfreulich, ne? Die haben die Löhne gesenkt und dann denkt man ja als gut ausgebildeter Ökonom, hier an dieser Universität werden die meisten Studenten ja auch so ausgebildet, außer bei einigen wenigen Ausnahmen, Herr Heise und mir, werden die Studenten anders ausgebildet. Aber als gut ausgebildeter Student lernt man, wenn die Löhne sinken, was passiert dann? Die Arbeitslosigkeit sinkt, ist ja klar, oder? Wenn der Kartoffelpreis sinkt, wird mehr Kartoffeln nachgefragt, oder? Ist doch klar. Ist nur leider nicht passiert, ne? Wie wir alle wissen, war dieser Prozess ziemlich schmerzhaft. Also die Lohnsenkung ist einhergegangen mit hoher Arbeitslosigkeit, mit extrem ansteigender Arbeitslosigkeit. Das ist gegen die Theorie, aber dennoch passiert. So. Und das müssen wir mal zur Kenntnis nehmen. Da können wir jetzt nicht sagen, in anderen Ländern wird es anders sein. Also die Länder, die sich jetzt da angepasst haben, oder Italien, die blaue Linie, die haben das bezahlt mit 20% Arbeitslosigkeit und einer dramatischen Rezession, die immer noch lange nicht beendet ist. So, und jetzt gibt es ja die einfache Frage, jetzt gibt es die ganz einfache Frage, die man beantworten muss, damit man einen Schritt weiterkommt. Nämlich die Frage, ja, was machen denn die beiden Länder, die bisher noch nichts gemacht haben? Die sieht man ja da, die den Merkelschen Weg noch nicht gegangen sind. Und das sind ja die wichtigen Länder, nämlich Frankreich und Italien. Es ist schön, auf dieser Grafik zu sehen, Frankreich und Italien bilden jetzt eine Parallele mit Deutschland. Ne? Die Lohnstückkostenentwicklung in Deutschland ist jetzt immer 20% niedriger als in Italien und Frankreich. Wenn man etwas weiß in der Ökonomie, dann weiß man, dass das in die Katastrophe führt. Ne? Also irgendwie so weitermachen können beide nicht, kann weder Deutschland noch die anderen. Aber was ist denn, wenn Frankreich und Italien jetzt die gleiche Übung machen, die Griechenland, Portugal und Spanien schon gemacht haben? Wird denn da der Arbeitsmarkt dann funktionieren wie ein Kartoffelmarkt? Wenn man die französischen Löhne senkt, wird sofort die Arbeitslosigkeit sinken, oder? Nein, auch da wird der Arbeitsmarkt nicht funktionieren wie ein Kartoffelmarkt, sondern es wird genau zu dem gleichen Ergebnis kommen wie in den südeuropäischen Ländern hier ohne Italien. Und wenn das passiert, dann ist das absolute Katastrophe für Europa. Dann haben wir nämlich nicht nur 25% Arbeitslosigkeit in Südeuropa, sondern 20% Arbeitslosigkeit in ganz Europa. Und dann kann ich Ihnen eines sagen, das ist auch ganz einfach. Ich lebe in Frankreich. Wenn das versucht wird in den nächsten 2-3 Jahren, dann kann ich Ihnen genau sagen, wie der nächste Präsident heißt. Nein, Präsidentin. Präsidentin. Hm? 2017 wird in Frankreich gewählt und dann ist der Euro am Ende. Da haben wir ein festes Datum, auf das wir hinarbeiten können. Wenn wir es bis dahin nicht schaffen, die Dinge zu wenden, dann wird 2017 der Euro mit großer Wahrscheinlichkeit beendet, und zwar von Madame Le Pen. So, da gibt es keine Lösung. Sehen Sie, wenn da unten nichts passiert, bei den beiden da unten, vor allem bei Deutschland, gibt es keine Lösung. Wenn Sie es versuchen, geht es schief, und wenn Sie es nicht machen, geht es auch schief. Übrigens, wenn Sie es versuchen, und das sehen wir jetzt schon, das bisschen, was da in Südeuropa passiert ist, führt das zu Deflation. Ne? Es führt ganz klar zu Deflation. Der verzweifelte Kampf der Europäischen Zentralbank, die Zinsen mit Zinssenkungen zu reagieren, ist ja ein Kampf gegen Deflation. Ne? Das hat nichts mit Inflation zu tun. Viele Leute glauben auch noch, auch da bestimmen wir das Geld, die Preise, das ist Quatsch. Geld, die versuchen, die Deflation, die sich da anbahnt, zu verhindern. Was aber nicht gelingen wird mit geldpolitischen Mitteln allein, denn viel Munition haben sie ja nicht mehr. Wenn Frankreich und Italien das Gleiche versuchen, was Südeuropa da schon gemacht hat, wird es eine offene Deflation in Europa geben. Das ist aus vielen Gründen ganz schrecklich. Will ich jetzt nicht im Einzelnen drauf eingehen. So, also gibt es nur den zweiten Weg. Der zweite Weg ist Anpassung von unten nach oben. Es gibt nur den Weg, realistischerweise, dass da unten die rote Linie nach oben geht. Und zwar so lange, bis sie über den anderen liegt, denn sie muss darüber hinaus, damit die anderen wieder Marktanteile zurückgewinnen können, die sie in den letzten 20 Jahren verloren haben. Nur davon steht auch nichts im Koalitionsvertrag. Da steht drin, wie erfolgreich diese Politik war Anfang der 2000er Jahre. Alles nach dem 11. März 1999, um das klar zu sagen. Weiß niemand, was das war, oder? 11. März 1999. Egal. Jedenfalls war es danach. Was danach, alle feiern das jetzt. Ne? In dem Koalitionsvertrag steht drin, dank der erfolgreichen Politik Anfang der 2000er Jahre hat es Deutschland geschafft, so viel besser zu sein als die anderen.
dank der erfolgreichen Politik, die Europa kaputt gemacht hat und in Deutschland den Binnenmarkt getötet hat, können wir jetzt auf die Scherben Europas schauen und darauf warten, dass es auseinanderfällt. Alles dank der erfolgreichen Politik. Nein, es geht nur umgekehrt. Nur wenn jetzt 4 Jahre nichts passiert, dann ist Europa sowieso schon am Ende. Dann gibt es keine Chance. Entweder wir begreifen das jetzt zwischendrin irgendwann, geschehen ja Wunder, ne? Man sagt ja, es geschehen Wunder. Aber wenn kein Wunder geschieht und wir das nicht begreifen, dann gibt es keine Lösung. Weil nur wenn die rote Kurve nach oben geht, dann gibt es eine Chance, dass die anderen ihre Schulden abbauen, dass wir also von dieser extremen Überschussposition, die Deutschland hat im Export, also jedes Jahr 180 Milliarden mehr Exporte als Importe, was ja wieder bedeutet, dass wir Kapital exportieren müssen, ich höre sofort auf, und die anderen sich verschulden. Ne? Nur wenn wir von dieser extremen Politik, wo die anderen sich verschulden müssen, dauernd, damit Deutschland seine Ersparnisse unter die Welt bringt, so kann man das auch sehen, und Deutschland die anderen dauernd unterbietet, wenn wir von dieser Politik Abschied nehmen, und zwar ganz knallhart und glasklar Abschied nehmen, dann gibt es eine Chance für Europa, sonst nicht. Vielen Dank.